Hallöchen, guten Morgen, liebe Freunde. Ich vlogge heute mal ein wenig mit. Wir haben die erste Woche Ramadan geschafft und heute befinden wir uns schon in der zweiten Woche und ich werde in diesem Vlog auch auf eure Fitnessfragen eingehen. Also ich bin mitten in der Nacht wieder aufgestanden, noch vor Sonnenaufgang natürlich, und habe noch was gegessen, weil bei mir geht's ohne dieses frühe Frühstück geht's nicht. Also ich habe das wirklich alles ausprobiert. Ich bin auch in der Vergangenheit, in den vorigen Ramadan-Monaten, habe ich auch das öfter mal verpennt. Und dann war schlimm, Leute. Oh, oh, oh. Da war ich wirklich nicht zu gebrauchen an diesem Tag dann, wenn ich das Frühstück verpasst habe. Und das kann ich mir nicht erlauben, Leute, denn ich muss jeden Tag weiter funktionieren. Ich habe ein Kind und Arbeit und ich muss alles geben, damit ich so leistungsfähig wie möglich bleibe im Ramadan. Ansonsten, ja, wer jetzt denkt, wie, die macht Ramadan, hier ist nochmal mein Video dazu, wo ich euch das alles erkläre. Also, auf jeden Fall früh aufstehen, Wecker stellen mitten in der Nacht und dann ordentlich was trinken, aber nicht irgendwas, nicht irgendwie Kranwasser oder so, sondern ein Wasser, was viele Mineralstoffe enthält. Da müsst ihr gucken, was ihr dafür eins nehmt. Ich mache mir ganz gerne so ein paar Mineralien selber in mein Wasser noch zusätzlich. Denn es kommt auf die Mineralien an. Die braucht ihr, damit ihr leistungsfähig bleibt. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, auch für Wettkampfdiäten oder sonstige Diäten. Und da mache ich mir einfach in mein Wasser immer Kalium und einen halben Teelöffel oder so einen gestrichenen Teelöffel Salz. Pinkes Himalaya-Salz. Das ist ein wichtiger Pro-Tipp von mir, damit eure Zellen wirklich schon mal gefühlt sind mit Mineralien, denn das wirkt sich enorm auf euer Energielevel aus. Ja, das Ding ist auch, dass ich ja auch bis kurz bevor ich schlafen gehe noch esse und dann stehe ich ein paar Stunden später schon wieder auf und soll schon wieder was essen. Das ist schon ein bisschen schwierig, aber ich mache es trotzdem, weil es, wie gesagt, wirklich sich erheblich auf meinen Zustand positiv auswirkt. Ich mache mir dann einen Tee, irgendeinen Tee, und mache mir Kokosöl rein. Oder ist das halt Esslöffel so, einen großen, so einen Esslöffel Kokosöl so. Und trinke einen dicken, fetten Shake, Proteinshake. Moment, ne? Wenn man nicht mehr weiß, wohin mit den Dosen, ich stapel die alle hier oben. Also, Proteinshake, Moment. Oh. Vegan Connection, die Sorte meiner Wahl, das ist jetzt Erdbeere, ist sehr lecker, aber ich nehme meistens Vanilla Cherry, sehr, sehr lecker. Und da haue ich mir dann wirklich 4 bis 5 Scoops rein, weil ich habe auch meine Probleme im Ramadan auf mein Protein zu kommen. Und mit diesem dicken, fetten Proteinshake mitten in der Nacht ist schon mal einiges getan. Dann noch ein paar Supplements, die ich zu mir nehme, B12, Vitamin D und so weiter. Und dazu ein Löffel Kokosöl, dann wird das Protein langsamer verdaut und dann habe ich Energie. Ne? Also Fett und Protein sollten beim Frühstück in der Nacht im Ramadan meiner Ansicht nach der Fokus sein. Ich würde mir jetzt kein Marmeladenbrötchen reinziehen. Leute, da habt ihr dann später wirklich einen Blutzuckerabfall und ihr werdet das spüren. Boah, das muss man sich nicht noch zusätzlich geben. Römli ist heute zu Hause, dem geht es nicht so ganz gut, der hat heute Kindergartenpause. Deswegen muss ich auch so ein bisschen improvisieren, ein bisschen deichseln, wenn ich das hier heute mache mit Arbeit, mit Training und so weiter. Denn es ist Montag, es ist Booty Day, Leute, der will gemacht werden. Aber mein Mann ist heute auch da. Mein Mann macht übrigens auch Ramadan mit. Ja, der hat es ja live miterlebt, ne? Wie viel mir das gebracht hat. Und der ist jetzt dieses Jahr auch mit dabei und wir machen das zusammen. Und ich muss sagen, wenn man das zusammen macht, das ist schon viel wert. Ne? Ich frage mich gerade, wie ich das so alleine durchgezogen habe, die letzten Male. Was machst du denn eigentlich da? Oh, Schatzi, du schnippst. Das finde ich ja cool, hast du dir das einfach geholt und schnippst das. Oh Mann. Du bist ja ein Schnüffi. Ich muss sagen, heute ist ein guter Tag. Ich habe Energie. Ich meine, es ist noch früh. Die meiste Energie hat man wohl vormittags, haben auch viele von euch geschrieben. An dieser Stelle danke für eure wunderschönen Kommentare unter dem Video. Hätte ich ja nicht gedacht, ich hätte mit mehr Hate gerechnet. Ups. Alles okay? Ja. Gut. Ich hätte realistischerweise mit mehr Kritik und Anti-Haltungen gerechnet, aber geht eigentlich, ne? Und viele von euch fassen ja auch, finde ich sehr, sehr schön. So, was wollte ich jetzt sagen? Nachdem ich dann nachts gefrühstückt habe, lege ich mich nochmal hin zu Romy. Das ist dann auch nicht mehr lang. Und dann stehen wir auf. Und dann Kindergarten und so weiter. Und dann muss ich direkt an den Laptop und alles, was mit Konzentration zu tun hat,
möglichst vormittags erledigen, weil aus Erfahrung lässt die Konzentrationsfähigkeit doch wirklich ab mittags stetig nach. Wenn ich gut bin, dann auch direkt danach noch ein Training. Training ist am besten, wenn du es wirklich dann machst, wenn du am meisten Energie hast. Für die meisten ist das wirklich im Laufe des Vormittags. Aber vom anabolen Wert, also was wirklich tatsächlich noch muskelwachstumsfördernd wäre, aber das ist natürlich das Tüpfelchen auf dem I, wenn man wirklich alles perfekt machen möchte, dann wäre die perfekte Zeit zum Trainieren wirklich kurz, bevor du dann das Fasten brichst. Aber bei mir persönlich ist dann um die Zeit wirklich die Batterie sowas von leer. Mein Training wird dann in der Regel auch nicht so gut. Ich habe auch in der Vergangenheit schon alles durchprobiert, von wegen vor dem Frühstück, also wirklich noch nachts zu trainieren und so, aber das hat mich so geschlaucht. Man muss natürlich an dieser Stelle sagen, der Ramadan, wir machen den nicht zum Zwecke des Shreddens oder in Form kommens, das ist klar, das haben wir bereits besprochen. Das sollte also eine zweitrangige Rolle spielen. In erster Linie sollst du den Ramadan schaffen und ein bisschen spirituell dein Mindset erweitern, ne, dich mit dir selbst beschäftigen und ein bisschen zur Ruhe kommen, innerlich, gedanklich, aber auch körperlich, organisch und viel Zeit mit der Familie verbringen. Und natürlich für alle Muslime ist das ja in erster Linie auch ein Gottesdienst und darauf kommt es an, das steht im Vordergrund. Ja, und für diesen Wert nehmen wir natürlich ein paar Millimeter Muskelmasse in Kauf. Das ist natürlich klar, das versteht sich von selbst. Aber es ist natürlich schön, wenn man beides kombinieren kann und wirklich die Muskulatur schön halten kann, das Fitnesslevel halten kann und auch nicht zunimmt im Ramadan. Ne? Denn ich muss sagen, viele mögen vielleicht denken, man nimmt schnell ab, weil man isst den ganzen Tag nichts und abends kannst du dann eh nicht mehr so viel essen. Nein, du hast ganz, ganz schnell abends deine Kalorien zusammen. Vor allen Dingen, wenn man wirklich so isst wie üblich mit erstmal Datteln und Milch und Brot und Suppe und dann kommt erst die Hauptspeise und dann noch die Nachspeise und dann wird noch ganz viel Obst später gegessen und noch genascht und noch Kuchen. Oh, also ich hatte schon auch einen Ramadan, wo ich sehr, sehr zugenommen habe, weil ich auch sehr viel dann abends mit den türkischen Familien so diese typisch muslimische Fastenbrechen dann gemacht habe mit viel gutem Gebäck von Anne und so. Es ist natürlich genauso eine Herausforderung, dass man in der Zeit, in der man dann essen darf, alle wichtigen Makros und Mikros zu sich nimmt. Da muss man wirklich so ein bisschen durchplanen und dann auch diszipliniert sein. In der Regel hat der Fastende einen herabgesetzten Kalorienverbrauch, weil er eben in so eine Schonhaltung geht, weil er eben weniger Energie verspürt. Und also ich persönlich mich wirklich bei jeder Gelegenheit hinsetze und ausruhe. Ist so. Aber ich habe gute und schlechte Tage. Heute ist so ein guter Tag, ne? Deswegen bin ich so ha. Gestern zum Beispiel, ich habe nur in den Seilen gehangen. Ich habe nur in den Seilen gehangen gestern. Und musste auch ein Mittagsschläfchen machen. Ja, ja, mein Liebchen. Meine Uhr geht falsch. Die geht falsch? Ja, die geht auch falsch. Oh, da muss. Ja, die stehen geblieben, Schatzi. Da frag doch mal den Papa, ob er. Nein, ich hab die verdreht. Also, ich würde das schon so ein bisschen vorplanen. Auch so ein bisschen durchkalkulieren, ob du dann echt auf dein Protein kommst. Weil das fällt mir persönlich auch sehr schwer. Vor allem vegan. Das ist mein erster veganer Ramadan. Insgesamt nehme ich weniger Protein zu mir als sonst, wenn ich nicht faste. Aber das ist okay. Wir wollen so ein Mindestmaß gedeckt haben und dann ist gut. Ja? Denn ihr müsst auch eins wissen, Fasten zapft nicht sofort die Muskulatur an. Also das denken ja immer noch sehr viele, ne? Sobald du nichts isst, ja, und ein Hüngerchen verspürst, oh, dann geht es direkt an die Muskelmasse, die wird angezapft. Beim Fasten ist das erst ganz, 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 ganz viel, viel, viel später, ganz am Schluss der Fall. Das ist ja das Schöne. Und du hast so eine hohe Wachstumshormonausschüttung, das tut der Muskulatur eher noch gut. Ne? Also macht euch da keine Sorgen von wegen Muskelabbau. Du verlierst beim Fasten wirklich viel, viel später erst Muskulatur als vergleichbar zum Beispiel in einer Low-Calorie-Diät. Da zapfst du viel schneller die Muskulatur an. Lass dir das mal gesagt sein, also mach dir da keine Sorgen. Aber guck, dass du trotzdem dein Training aufrecht erhältst irgendwie. Dann guckst du, dass du nach dem Fastenbrechen wirklich hochwertige, proteinhaltige Nahrung zu dir nimmst und dich nicht irgendwie, nicht den Magen mit so unnötigen Sachen füllst, wie Brot,
Nudeln, das gibt dir alles nicht viel, ne? Dann lieber Proteinnudeln oder Linsennudeln, Kichererbsennudeln, das mache ich da auch. Da musst du halt wirklich diszipliniert sein und dich nicht von deinem Hunger und Nachholbedarf jetzt steuern lassen und alles Mögliche in dich reinpfeifen und probieren wollen, sondern wirklich erstmal auf Gemüse konzentrieren, auf hochwertige Proteinquellen, ne? Hochwertige Kohlenhydratquellen, hochwertige Fettquellen, dass du da alles hast. Nimmst du deine Supplements, ein paar Greens rein. Wunderbar. Ja, und dann bist du safe und dann mach dir nicht so viel Kopf. Ich habe jetzt wirklich schon einige Ramadan-Monate mitgemacht und sitze immer noch hier mit meiner Muskulatur und ich denke, mein Body ist immer noch ansehnlich, also es hat mir nicht geschadet. Was ich feststellen muss in jedem Ramadan ist, dass ich unheimlich Wassereinlagerungen habe. Also es ist nicht so, dass ich unheimlich dry und ausgetrocknet durch die Gegend laufe. Im Gegenteil, ich ziehe im Ramadan jedes Mal total Wasser, sodass ich schon nach den ersten zwei Tagen optisch denke, boah, wie immer, ne, ich sehe so schwammig aus, man könnte meinen, ich habe zugenommen. Ist eigentlich logisch, du trinkst den ganzen Tag nichts, ja, und dann holst du es natürlich alles nach, versuchst es nachzuholen. Und dass da so ein bisschen Schwankungen im Wasserhaushalt sind, das ist klar, macht euch da nicht verrückt. Die Muslime machen das in der Regel sehr, sehr gut, dass sie das Fasten erstmal mit Datteln brechen. Das ist sehr, sehr gut, nichts direkt irgendwie Wasser in sich reinzukippen oder direkt Nahrung in sich reinzustopfen, wie man dazu neigt. Ne? Das ist sehr, sehr schlecht. Das überfordert den Magen direkt. Viele kippen sich dann auch erstmal einen Liter Cola Light rein oder Energy Drinks. Leute, ganz, ganz schlecht. Ja, direkt mit so einer Chemieblöre dann da anzukommen, wo der Körper gerade so schön gedetoxed hat. Schrecklich. Das macht nicht. Es ist wirklich super, erstmal eine Dattel zu essen. 1 bis 2 Datteln, ja, maximal 3 würde ich sagen, denn ihr müsst euch auch im Klaren sein, eine Dattel ist natürlich sehr zuckerhaltig, ist aber auch so vollgepackt mit Nährstoffen, Mineralstoffen, das ist unglaublich. Das sagt schon einiges darüber aus, wie man mit der Dosierung, ja, mit dem Verzehr von Datteln umgehen soll, nämlich maßvoll, ja. Es reicht wirklich, wenn du 1, 2, maximal 3 Datteln zu dir nimmst. Ich bin ja eher für 1, 2. Und dann ist das schon mal ein guter Start, um den Magen vorzubereiten. Dann trinkst du ein Schlückchen. Und dann beginnt man ja in der Regel auch langsam erstmal mit einer Suppe. Das ist auch sehr, sehr, sehr positiv. Das können wir uns auch abschauen. Dann wirklich nicht vollfressen. Nicht hier rein stopfen, stopfen, stopfen. Guck, dass du vitaminreich dich ernährst. Einfach. Und guck, dass dein Magen nicht komplett überfüllt ist. Ja? Man sagt immer so schön, 1 Drittel mit Wasser füllen, 1 Drittel mit Nahrung und 1 Drittel freilassen. So, es wird aber auch von Woche zu Woche immer einfacher, muss man sagen. Man kommt da ziemlich gut rein. Die erste Woche, die ersten Tage waren schwer, habe ich auch Kopfschmerzen gehabt. Aber jetzt die zweite Woche fängt gut an. Ich freue mich auch aufs Training später. Bodytraining wird gemacht heute. Ich habe richtig Bock, da durchzuziehen. Aber grundsätzlich, wenn jetzt so ein Tag wäre wie gestern, wo ich wirklich so in den Seilen hänge und echt nur pennen könnte, so müde bin durch das Fasten, dann bin ich auch nicht so streng mit mir, dass ich sage, ich muss aber jetzt noch ins Gym gehen. Die positiven Effekte des Fastens sind einfach 1000-mal höher als ein bisschen Shape oder Muskulatur, die eh nicht flöten geht, so schnell auch nicht. So, ich habe jetzt hier alles Mögliche gemacht, noch gearbeitet und so weiter. Meine Konzentration ist noch da, heute ist echt ein guter Tag. So, ich wollte euch eine kleine Empfehlung machen, eine Lippenstift- bzw. Lippenpflege-Empfehlung. Die ist so geil. Guck mal, der hier. Wer ist das? Von Trended Up. Gibt es momentan, ist aktuell im DM, Leute. Holt euch den. Guck mal. Der macht die Lippen so plumpy, plumpy. Guck mal, was für eine schöne Farbe. Das ist total subtil, ne? Das ist total unaufdringlich, total natürlich. So ein schönes Peachy-Rosa. Ich glaube, das passt sich auch an, je nach Frau, je nach eigener Lippenfarbe, ne? Ich kann mir jetzt vorstellen, hier bei der Susanne, die hat eine andere Lippenfarbe dann, die ihr persönlich perfekt steht. Ich finde den so geil. Ich mache dann danach immer noch mit irgendeinem Lip Liner. Wenn ihr wisst, ich liebe Lip Liner und ich habe keine Hemmungen zu übermalen bis zum geht nicht mehr. Aber wenn ihr das noch danach macht, nachdem ihr das aufgetragen habt, dann ist das nicht so, dann ist das auch wieder so ganz subtil und dann habt ihr richtig, richtig plumpe Lips. Dann ist aber hier Feierabend, Leute. Dann habt ihr ohne Scheiß hier Schlauchboot Deluxe. Ne? So wie wir das alle heutzutage lieben. Ist auch so mega big, so, weißt du, so geil zum Auftragen. So einfach plumpy, plumpy, peachy, rose, peach, juicy Lips, Alter. Summer Lips Deluxe. Oh, jetzt habe ich aber mal hier Werbung gemacht.
Gratis. Gern geschehen. Das ist ein geiles Produkt. Verlinkt mich auf euren Summer Plumpy Schlauchbrotlips. So, mein Rümlich snackt jetzt was. Ja. Und zwar ein glutenfreies Brot mit Erdnussmus und Marmelade. Die ist sehr toll, die Marmelade. Ich finde die sehr gut, weil die besteht wirklich nur aus Früchten und ist Bio. Ja, und dazu ein wenig Gürkchen. Klar. Mit, was haben wir da drauf gemacht? Mit so einem Olivenbrotaufstrich und Senf. Oh, Bio-Senf. Also wir sagen Römi auch ganz normal, dass wir fasten und ich finde es gut, wenn er schon früh mit diesem Thema in Berührung kommt. Trotzdem sitzen wir immer gemeinsam bei den Mahlzeiten zusammen und unterhalten uns, wie habt und alles ganz normal. Das finde ich kein Problem. Mami, darf ich bitte noch ein Brot? Ja, natürlich, mein Schatz, ich mach dir noch eins. Sag doch eins. Ich hole mir. Ich liebe dieses Kind so sehr. Ich kann nicht mehr. Hier. Oh. Da. Kommst du dran? Da ist ein Streuselkuchen drunter, den habe ich gestern für meinen Mann gebacken, sogar vegan, habe ich improvisiert. Eigentlich war das Rezept mit Eiern und so weiter, aber ich habe einen Eiersatz selbst erfunden, weil ich auch nicht irgendwie Eiersatz oder Sojamehl zu Hause hatte. Das habe ich gemacht aus Vanillepuddingpulver, einen Schuss Apfelessig und Backpulver habe ich angerührt und das war ein perfekter Eiersatz. Essig hast du nicht durchgeschmeckt, auf jeden Fall. Mein Mann ist so happy mit diesem Kuchen. Habe ich voll Alsan, Butter reingeballert, ne? Also, mein erster veganer Streuselkuchen, der richtig gut geworden ist. Mousse. Das ist wieder das Mousse, wo ich selber immer Salz reinmache. Und diese ist es hier. Wo haben wir die? Wo hast denn die her, Schatz? Du hast die entdeckt. Hast du die her? Kaufland? Ja, Kaufland, genau. Kaufland für die Frutta. Die schmeckt so gut, in, super, in Himbeeren noch besser. Super. Ich habe Training heute noch nicht gemacht. Das steht noch aus. Das muss ich noch irgendwo unterquetschen. Das wird wahrscheinlich heute zu Hause stattfinden. Mit meiner Langhantelstange werde ich hundertprozentig, habe ich nämlich richtig Bock drauf, eine schöne Deadlift-Session machen. So 10 Sätze Deadlifts werde ich mir heute auf jeden Fall knallen. Habe ich richtig Bock drauf. Außerdem ist ja Montag, der Buddy will auch herausgefordert werden. Er wartet schon drauf, er denkt sich, was ist los? Normalerweise wäre ich heute schon längst am Brennen gewesen. Was ist hier los? Ich aussehe so fein aus. Naja, wir haben noch ein Outfit-Foto gemacht für Instagram. Muss alles gemacht werden, Leute. Das Leben muss weitergehen, geil. Wunderbar. Achso, aber vielleicht kann man zwischendurch mal was sagen, von wegen die Effekte des Fastens. Ne? Jetzt so nach einer Woche. Was ich auf jeden Fall merke, ist bessere Haut. Ich meine, meine Haut ist dank meiner sowieso sehr guten Ernährung schon sehr gut, aber sie wird noch besser. Noch feinporiger, Mitesser verschwinden und das Weiß der Augen wird weißer. Das werdet ihr merken, wenn ihr regelmäßig fastet. Das Augenweiß wird weißer. Ja, I am feeling the good vibes of the fasting mode. Oh, von wegen lahm. Warte. Ey, Schatz, wenn ich die Kamera fallen lasse, Schatz, du nicht so doll anschubsen. Ich schubse überhaupt nicht. Okay. 3, 2, 1. Ja. Oh Gott. Mit einem Arm. Boah, wow, bist du stark gewesen. Wie hast du das gemacht? Mit einem Arm. Nein, nicht noch. Schatz, ey. Ich mach. Du bist so doof. Was essen wir denn später schön? Tja. Wir haben noch Streuselkuchen. Ja, Streuselkuchen auf jeden Fall. Freust du dich schon? Ja, voll. Dran. Ich freue mich auf meinen Nudelauflauf. Und Wir gehen ja sehr gerne Food shoppen in der Fastenzeit. Das macht so Spaß, ne? Und ja, dann immer sich so ausmalen, was man dann später so kocht. So essen kannst du mal. Ja, so. Ja, und. Yeah. Willkommen! Du hast zu viel Gewicht hinten. Aber vorne auch. Eigentlich ist es ausgeglichen. Das war gut. Wisst ihr, was das inspirierendste Lied ever ist? Das ist das Lied, was der Romeo gestern gesungen hat. Der singt neuerdings total viel, so Freestyle.
Und gestern hat er einfach so aus seinem kleinen Herzlein raus kam, hat er gesungen. Fröhlich sein macht Spaß. Ja, die Kinder lachen sich hier kaputt. Ja, ist so. Ja. Inspiring. So süß, ne? Aus diesem kleinen Kinderherzlein kam es ihm einfach so raus. Die sollten ja alle jeden Tag singen, oder? Ich singe das jetzt täglich. Ich singe das jetzt rund um die Uhr. Fröhlich sein macht Spaß. Hey. Fröhlich sein macht Spaß. Nee, wie war die zweite Strophe? So beginnt der Tag. Hat er noch gesungen. Fröhlich sein, macht Spaß. Singt mal. So beginnt der Tag. Boah, ich komme dir jetzt hinterher. Fröhlich sein, macht Spaß. So beginnt der Tag. Möchtest du, Schatz? Ja. Ja. Wir wollten nämlich heute Abend eine Pilzpfanne auf jeden Fall machen. Dann nehmen wir doch Lili direkt mit. In letzter Zeit sehr auf dem Kichererbsen-Trip. Oh, was sind das hier? Das ist die beste. Biozentrale Crunchy Erdnussmus ist einfach die beste Erdnussbutter ever. Ja. Was machen? Wir kochen. Fleischstücke gucken schon wieder? Ja. Jedes Mal müssen wir Fleischstücke gucken, weil Romeo es einfach nicht fassen kann, wie da quasi in der Theke totes Tier liegt. Guck mal, Schweinemöhrchen. Ja. Was ja? Nein, wir gucken nur, danke schön, wir brauchen nicht. Hast du eine Scheibe? Nein, danke schön. Okay. Auf keinen Fall. Du, auf keinen Fall. Was hier liegt, alles. Hier liegt alles tot. Lisa, guck mal. Ja, Schatzi. Sind das Schweinchen? Nee, Schatz, ein Hähnchen ist das. Seid ihr schon wieder da? Ja, muss mir das nochmal zeigen. Gut, da sind noch Federn. Ja, da sind noch Federn. Mama, grüß dich. So, wir haben jetzt 7:15, wir sind zu Hause angekommen und haben die Einkäufe weggeräumt. Ich muss sagen, ich werde langsam so ein bisschen müde. Du, Schatz, du auch? Ja. Ja, ne? Ich auch. Oh, du auch, Mausi? Ja, du musst früh ins Bett. Ich fange total an zu frieren immer im Laufe des Tages. Auch logisch, gell? Auch, ist alles logisch, gell? So, ich mache mich jetzt ziemlich um und dann haue ich einen Deadlift-Booty-Session weg. Deadlifts in Kombination mit Bootyband, Kickbacks. So, ich liebe Deadlifts. Kann ich immer, gehen immer bei mir. Und ich mache da super Sätze drin mit dem Bootyband. Das ist bald wieder erhältlich. Kann nicht mehr lange dauern, Leute. Alle, die gefragt haben. Absolutes Must-Have. Upgraded jedes Booty-Training. Ich wärme mich auch ganz gerne auf mit dem Bootyband. Das ist besonders für die Glute Activation ziemlich gut, damit der Muskelreiz auch genau da ankommt, wo er ankommen soll. Und um den Muskelreiz generell geht es mir eigentlich auch hauptsächlich, wenn ich trainiere, während ich trocken faste. Mir geht es jetzt natürlich nicht darum, irgendwelche neuen Rekorde zu knacken oder so. Und meistens ist mein Training auch kürzer als sonst. Aber das ist vollkommen okay. Ich tue einfach, was ich kann, Leute, aber macht mich nicht verrückt. Leute, ohne Essen, ohne Trinken ist wirklich krafttechnisch ein mega Unterschied, aber wir geben unser Bestes und jeder Muskelreiz zählt. Und gleich gibt's Essen. Es dauert jetzt noch circa eine Dreiviertelstunde, bis die Sonne untergeht, bis wir essen. Und ich glaube, ich gehe noch ein bisschen raus, ein bisschen spazieren, ein bisschen Kopf frei kriegen, ein bisschen nachdenken, ein bisschen
time with myself, ne? So. Ja, so beim Walken, da kriege ich persönlich immer so einen schönen freien Kopf, ne? Da sammeln sich meine Gedanken, da komme ich auf vom einen Gedankengang zum nächsten und auf irgendeine Lösung. Und, ne? Und das in Kombination mit Fasten wirkt nochmal dreimal so intensiv. Versteht ihr? Deswegen, ich mache jetzt auch die Kamera aus und, ne, bin mal alleine mit mir, denke mal über die wichtigen Dinge des Lebens nach, über mich selbst, über die Welt und so weiter. Oh, seht ihr den Lippenstift? Also wenn das Video für eins gut war, Leute, dann für diesen Lippenpflegestift. Also wenn man sich darauf einlässt, auf diese Gedanken und sich auch Zeit nimmt in der Fastenzeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen und ein bisschen die Gedanken laufen zu lassen und sich selbst Fragen zu stellen, die man sich vielleicht schon oft gestellt hat oder hätte stellen sollen. Versteht ihr, wenn ihr euch darauf einlasst so ein bisschen, dann ist es wirklich eine tolle Sache, weil ihr eben wirklich durch Fasten auf so ein gedankliches Next Level kommen könnt. Aber das ist und dann ist es auch schon fast Zeit zu essen. Hier haben wir unsere schöne Champignon-Zwiebelpfanne und meinen Nudelauflauf aus Kichererbsennudeln mit Tomatensauce und Gemüse. Da in den Kichererbsennudeln habe ich auch schon einen Teil Protein dann drin und zum Nachtisch mache ich mir gerne Kokosjoghurt. Das schmeckt so gut und ist von den Inhaltsstoffen so toll. Es hat nur leider kein Protein, deswegen mache ich mir da gerne nochmal Proteinpulver rein. Schmeckt dann auch super. Und Müsli und Früchte. Lecker. Und natürlich meine Greens, Brokkoli, Erbsen habe ich hier. Die waren getrocknet, die habe ich stundenlang gekocht. Und ein Knäckebrot, ein selbstgemachtes. Boom. Wir essen jetzt und ich mit meinem gesunden Kram, ne? Schön. Du fängst an mit Streuselkuchen und mit Pudding. Pudding, ja. Oh. Aber ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja so unfassbar stolz auf ihn, dass er das überhaupt mitmacht. Da wollen wir ihm das verzeihen, dass er jetzt hier das Fasten mit Streuselkuchen und Pudding bricht. Mein Gott. Wie viel Uhr ist es, Schatz? Viertel vor zwölf. Viertel vor zwölf. Ja, man geht auch immer natürlich relativ spät ins Bett, weil man halt relativ lange noch isst und dann auch nicht sofort ins Bett kann. Ne? Aber wir sind jetzt noch gut in der Zeit, Viertel vor zwölf. Wir gehen jetzt schlafen, was mir auf jeden Fall ungemein hilft. Ich nehme das wirklich jeden Abend, ist das CBD-Öl. Ich verlinke euch sowieso alles in der Infobox. Ihr findet alles in der Infobox wieder, was ich hier erwähnt habe. Es hat so viele positive Eigenschaften und Effekte. Aber besonders zum Schlafen und schnell in den Schlaf finden und tiefen, regenerativen Schlaf, dafür ist das super. Ich kriege halt wirklich mega intensive Träume davon, aber ist egal, ich schlafe wie ein Baby. Trotz der Träume. Also ich merke das halt wirklich am nächsten Morgen, wie gut dieser Schlaf war, wie regenerativ, ist mega. Auf jeden Fall eins steht fest, fröhlich sein macht Spaß, so beginnt der Tag. Oder Schatz? Fröhlich sein macht Spaß. Yeah!